Beides ist grün, aber es ist nicht nur die Farbe, die Spinat und Avocado verbindet. Denn beide gehören zu den Superfoods und das bedeutet, dass sie super gesund sind. Zeit für zwei leckere Rezepte mit den Vitaminbomben und die kommen von den Profiköchen Falko Ulrich und Marcel Schaft aus Oldenburg. Wir zaubern für euch heute einen knackigen Salat mit Avocado. Die Avocado ist so ein bisschen verschrien als Fettbombe, deswegen geben wir an der Seite richtig viele knackige, gesunde Gemüse. Als erstes bereitet Marcel dafür eine Avocado vor und schneidet sie in Streifen. Der Reifegrad der Avocado lässt sich übrigens am besten ermitteln über die Druckprobe. Dabei sollte sich die Avocado weich anfühlen, aber halt auf gar keinen Fall hart oder zu weich. Jetzt mariniert Falko die Avocado mit dem Abrieb und Saft einer Limette, Zitrone und Orange. Um die wunderbare grüne Farbe der Avocado zu erhalten, benötigt man auf alle Fälle in irgendeiner Art und Weise eine Säure. Wir verwenden dafür Zitronensäure, die Säure von den Limetten und die Säure von den Orangen. Anschließend geht es an die Zutaten für den Salat. Dafür das Gemüse gründlich waschen und dann Mangold und Möhren kleinschneiden. Wenn alles klein geschnitten ist, in eine Schüssel geben und mit Salz und Zucker abschmecken. Um dem Salat noch ein bisschen was Knackiges beizufügen, stellen wir noch ein paar Brotchips her. Das kann man entweder vom Baguette vom Vortag oder einem Brötchen vom Vormittag machen. Einfach an der Aufschnittmaschine dünn runterschneiden. Bei 180 Grad 6 Minuten in den Ofen, einfach mit Olivenöl und Meersalz. Damit der Salat nicht nur Salat bleibt, geben wir ihm noch ein kaltes Süppchen dabei. Wir machen ein Paprika-Himbeersüppchen, das Ganze geeist, im Sommer wunderbar erfrischend und lecker. Die halbierten Paprika dafür kommen jetzt in den Entsafter. Den Saft dann mit Himbeeren, Himbeeressig, einem Schuss Tabasco und Salz in einen Mixer geben und gut mischen. Anschließend die Suppe durch ein Sieb geben und ab in den Kühlschrank. Denn je kälter die Suppe, desto besser. Jetzt bekommt der Salat den letzten Schliff. Falko gibt einige Wildkräuter und Blüten dazu, sowie die Brotchips. Wer es leicht pikant mag, gibt noch ein wenig Chili dazu. Auf alle Fälle gehört zum Schluss ein guter Schuss Olivenöl dabei. Dann kann angerichtet werden. So, ich hoffe, wir haben euch gezeigt, wie schnell man eine Vitaminbombe herstellen kann mit Avocado. Lasst euch schmecken, am besten eiskalt. In der nächsten Folge bereiten Falko und Marcel eine leckere Spinattarte zu.